So, nächstes Episödchen hier. Wir sind jetzt in der vierten Revenge Mission. Revenge is a dish best served cold, Underlord. But we're a bit lacking in refrigeration. The traitorous coward Marcus has made a deal with the Empire to save his own revolting hide. He defends the final inhibitor. And in exchange, the Empire's dogs leave him to cower behind his dungeon's walls. Get in there, Underlord, and tear it all down. So, ich bin gespannt. Entrenched lies the traitorous Underlord Marcus. He has pledged to protect this inhibitor with his life, having convinced the Empire that he means them no harm. The pathetic little turncoat. This uneasy peace has lasted too long. Vanquish this traitorous Underlord. And destroy the inhibitor he protects. This place is riddled with brimstone. Its hardened exterior will be impossible to mine using conventional means. But we have other forms of excavation. Open the veins of evil and unlock the Underminer. Underminer unlocked. The Underminer excels at blasting through large chunks of earth. See for yourself by building one near your dungeon core. Unlike defenses, constructs can be placed on neutral territory and in water. Once you have laid the blueprint down, your workers will channel your unholy energies to construct them. Your Underminer is ready to be activated. Click it to start the show. Okay, ich klicke it. Ah, I should have mentioned. Brimstone is a fairly volatile substance. Now that you're out, look east to see an abandoned beast den. You can use the wooden bridge to span your dungeon across water. Build one to the island in order to claim the beast den. This room will allow bloodthirsty beasts to enter your dungeon. Unlike normal minions, beasts cannot work nor train themselves in your barracks. They wish only to strip the flesh from your enemies. In addition, they do not require payment or a lair. And they are more than happy to eat micro piglets straight from your slaughter pen. However, these unfortunate creatures care not for their own lives and will fight until their last breath. They cannot be saved if they fall in battle. Okay. Abgefahren. Are you afraid of water, Underlord? Nimm mit Hilfe der Holzbrücke das Ding hier ein, habe ich gemacht. Oh. The Oculus is a master of the mind. If it encounters an enemy, it will assault their senses, temporarily turning them into a vegetable. Outside of battle, the Oculus will explore the depths of the underworld, relaying back what it sees to you and to its eldritch hive mind. A Skarg has entered your dungeon. The Skarg is a deceptively cute beast that prefers the flesh of dwarves above all,
and can be trained to fetch and return eyeballs. You can rally all of your beasts to battle using the Beast Rally flag. Use your newfound powers and the formidable strength of your beasts to destroy Underlord Marcus and the Empire force he colludes with. You've claimed the Perception Shrine. Oculus lost. You have claimed a gateway. You've discovered a gold shrine. Weiß nicht, ob das so gut ist hier. Ah, ich muss mal anfangen zu bauen, ne? Ist zwar eine blöde Position hier alles, aber... Ich mache hier mal Bettchen hin. Gold mache ich hier auch ein bisschen. Quickly add plots of land to your dungeon. You can use an outpost, which will claim tiles in a 3x3 radius once constructed. Okay. You've discovered a perception shrine. We seem to have a bit of a cash flow problem. You have insufficient funds to do that. Your minions are under attack. What? Wo denn? Der schon wieder. Ja, der opfert sich leider immer. Aha. Das sieht doch schon mal gut aus da. Oculus lost. Das sieht gut aus. So. So, hier wird auch schon mal alles erobert, das ist auch schon mal sehr gut. So, hier mache ich jetzt alles weg. Und dann wird das die Hühnerinsel. Die Schweineinsel. So. Das wird jetzt hier die Schweineinsel. You've claimed a gold shrine. You have claimed a gateway. You do not have enough gold. Ja, ja. War gleich. So, hier haben wir schon mal wieder eine Goldinsel. Das ist ganz nice. Your vault is empty. Haben wir noch Gold hier? Okay. You've encountered an Empire Patrol. Holen wir erstmal Bewirker, ne? Get away now, is there?
So. Your vault is empty. Ja, als nächstes muss ich hier die Brücke bauen. Von dem Under nächsten Geld. Give these docks the beating they deserve. Ja, ja. Warte mal, hier unten war doch so ein Endless-Ding, ne? So. Genau, dann machen wir da erstmal. So. Krass, ich habe nur Beasts im Moment, ne? Obwohl ich hier dieses Portal habe, das normale. Unterweltportal, oder? Ich krieg nur von dem Bestienhöhle. Ach du meine Güte. Ja, pull sie alle in meine Base, ey. Geleckt. Oh nein, er pullt sie alle in meine Base. Na gut. Your dungeon is wider than your mother. What am I, Underlord? I'm ready for a scrap. Not enough mana. So easy. A gnarling has entered your dungeon. So. Größter Trainingsraum ever. So, was fehlt noch? Wir machen hier auf jeden Fall nochmal alles weg. Genau, mehr Schweine. Genau, hier können wir auch nochmal was wegmachen. Dann machen wir hier Bibliothek hin. Okay. Ah ja, die Bestienflagge. So. Hier meinten wir alles weg. Goldinsel aus. Your vault is emptier than your head. Ja, das weiß ich. A cultist has entered your dungeon. So, dann machen wir hier mal hier. Your minions are being attacked. Oculus lost. Okay. Schön viele Magier. You've not got two coins to rub together, Underlord. Mine more gold. So.
alles ein bisschen übertrieben bei mir. Alles ein bisschen groß irgendwie, aber so muss das sein. Okay. Hier können wir ja nochmal Schweine hinmachen. So. Das hier haben wir noch nicht. Eine Bierfarm. Aber haben wir noch nicht genug Kohle, ne? Das ist ja doof da. Lass ich die Mauer. Naja, die erforschen jetzt, was das hier ist, ne? Wo? Ach, schon wieder der. Okay. Komm, Gold, Gold, Gold. Was ist da los? Mehr Gold. Das ist natürlich super, dass sie das direkt hier nebenan hinbringen können. Nicht ganz so weit laufen müssen. Wo ist denn mein... Da ist mein Portal. Kann ich da auch noch mal so einen Schlafraum hinmachen? Dann mache ich hier jetzt mal so ein... Taverne. You've identified an artifact of construction. Activate it to instantly complete all in-progress constructs. Wow, alle Bauarbeiten? Krass. You've not got two coins to rub together, Underlord. Mine more gold. Also ich bin schon echt froh, dass es diese Endless Gold Dinger. Ich meine, gut, das ist jetzt bei mir auch sehr übertrieben, ne? Ich koste das hier voll aus. Also unter normalen Umständen bräuchte man gar nicht so viel. Schon wieder der. Okay. Aber was habe ich denn? Ich habe doch alles, oder? Your minions are under attack. Oder jetzt schon wieder? Ach, da auch. Ja, puh, ich glaube, die Insel hier, die kann ich noch abminden. Erhöht den Level deiner Diener um 1. Alle Bauwerke sind sofort fertig. Machen wir mal das Level erhöhen jetzt? Ah, wäre natürlich besser, wenn ich noch mehr Minions hätte, aber machen wir es mal. Machen wir es mal. Und dann reißen wir hier mal ein. Hier machen wir jetzt mal den ersten Angriff, würde ich sagen. Dauert das ja alles ewig. Ich bin eh so langsam. Muss ich eine extra Beast-Flagge machen? Was ist das denn? You know, I think I'd be quite good in a point-and-click adventure game. Unleash your hounds to tear the flesh from these Empire goons. Yeah.
payday has come again. Okay, geht mal zurück, holt euch euer Geld. Gnarling lost. Und ich erober hier alles in der Zeit. Da aktiviere ich die Bombe. Würde mich auch interessieren, ob die Falle dann auch in die Luft fliegt. Ich glaube nicht. Belagerungsschrein. Krass. Siege shrines improve the speed at which your workers dig through earth and fortified walls. This shrine empowers your workers, allowing them to destroy enemy fortified walls with ease. Okay, machen wir mal hier ein kleines Schweine-Ding hin. Damit die nicht so weit latschen müssen zum Futtern. You are out of mana. So, da ziehe ich jetzt erstmal eine Brücke hin nebenbei. Die alles abmeinen können. So. Healing! 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 Ach, ich kann die gar nicht heilen. Ja, dann hier next, ne? Ich weiß nicht, ob das nötig ist, noch zusätzlich eine Beast-Flagge aufzustellen, ehrlich gesagt. Ja. So, hier können wir jetzt mal eine Werkstatt endlich hinbauen. Die fehlt mir nämlich noch. Kann ich die auch noch unlocken? Unlock! Nice! Here I go again! Your minions are in combat! Hey, unten gehört ja jetzt alles mir, oder nicht? Oh, immer noch nicht! Oh! Ah, das ist doof, ne? An zwei Fronten kämpfen ist echt doof. Ein was? Ah, die. Okay. Gnarling lost. Ja, die kämpfen hier überall mit den Workers. Ich glaube, das war nicht so cool, an zwei Fronten zu kämpfen. Ich bereue ich das jetzt nicht. Scarred lost.
Your minions are under attack. YOLO! So, jetzt aktiviere ich mal das andere Ding. Oder? Your constructs are being summoned. Bauwerke. Das hier sind Bauwerke, ne? Ja, gut. War am Ziel vorbeigeschossen. You've claimed a siege shrine. A Skarg cannot satisfy its needs because it is rallied. Your minions are fighting the enemy. So, die gehen jetzt mal dahin. Und die Beasts bleiben hier, würde ich sagen. A minion is unhappy because it can't go to bed. You've discovered a perception shrine. Your minions have entered battle. Chunder lost. Okay. Your creatures are in combat. A minion is unhappy because it hasn't slept lately. Gnarling lost. Your minions are fighting the enemy. Not enough mana. What, fighting the enemy hier mittendrin oder was? Ach. Da ist noch so ein Katapultending. Krass. Ja, so langsam werden meine Drohnen ja hier alles übernehmen. You've discovered a perception shrine. Also meine Workers. Was war da nochmal? One of your minions is unhappy. Okay. Warum sind die denn unhappy? So. Bestienhöhle? Ach nee. Hör doch auf. Ach, hör doch auf. Man kann die Bestienhöhlen selber bauen. Na ja, gut, dann. Dann, erklärt das, warum ich so wenig Minions habe und alles hier, die ganze Map voll ist. Ja, easy, Leute, easy. Das habe ich nicht gesehen. So, das habe ich, das habe ich. Das habe ich eigentlich auch, aber mache ich hier noch eine hin, dass die alle schön trainieren können. Ist ja auch wichtig. Das reißen wir nochmal ein hier. Bombard complete. Naja, und hier muss ich langsam mal eine Brücke rüberziehen. Und hier. You have discovered a gateway. Let's hope your vault is brimming, Underlord.
It is payday. You've identified an artifact of workers. Activate it to summon some permanent spirit workers. You have been blessed with permanent spirit workers. Okay. Bombard complete. Aber die nehmen das nicht alles ein, ne? Ja, wahrscheinlich sind die total beschäftigt, die Worker. Mal Zeit noch welche zu machen. Insufficient lockable manner. Wenn mir mal ein bisschen übernommen wird. Was ist das denn hier? So. Langsam lässt es sich sehen. Und so langsam müssen wir auch mal weiter vordringen hier. Bombard complete. Okay. Komm. Next one. So viele kann ich gar nicht aufnehmen, ne? Die sind irgendwie anderweitig beschäftigt. Na gut. Da kommen sie, da kommen sie. Oh, das sind ja richtig viele hier. Oha. Links. The Empire presence is fish food. Well done, Underlord. Warum schreien die alle so? You've claimed a siege shrine. Komm, ich geh mal in einen rein hier. Und so rein, oder? Ja. Oculus lost. In den. Krass. Was hier abgeht. Wow. Das ist die Falle.
Also man muss diese Flaggen schon ziemlich genau setzen. Your minions are in combat. Not enough mana. Ja, es reißen die alles ein auf dem Weg. Das ist gut. Remember how to deal with Brimstone, Underlord? Why not crack open his dungeon with a bit of a bang? Komm, gib Gas, Minions! Gib Gas! You've discovered a perception shrine. So, Leute. You've claimed the perception trial. Okay, jetzt geht's los hier. You've discovered a perception trial. Healings. A Chunder Healings. Is unhappy because it is tired. Chunder lost. Chunder ist tired. Chunder lost. Guys, was macht ihr denn da? Fokus die Fallen. Gnarling lost. Yeah. Retreat from this place. We have no need to fight one another. Your minions are being wiped out. What? Your minions are dropping like flies. What? Wie die fallen, wie die fliegen. Stimmt doch gar nicht. Na gut, ein bisschen, ne? Komm hier, erobern. Wo sind meine? You're low on lockable mana. Lockable mana. So. Jetzt geht's los! A Chunder is unhappy because it is tired. So, hier muss ich auch mal eine Brücke rüberziehen. Zack. Ah, hier kann man auch noch was einnehmen, sehe ich gerade. You are out of mana. Ah. Time to pay your minions, Underlord, for all their hard work. You've claimed the Perception Shrine. Krass, hab ich gar nicht gesehen hier.
Das ist wichtig, noch ein Pochtel, ne? Damit noch mehr Viecher reinkommen können. Was haben wir hier nochmal gehabt? Ja, da war die Wall of Stein. You have climbed a gateway. Da war hier nochmal so ein Beast-Ding drumherum. A Chunder is unhappy because it is tired. Ich hab doch keine Flaggen mehr, oder? Ne. So. Okay. Wahnsinn, ey. So. So, Genas. Jetzt können wir sie, glaube ich, mal überrennen. Oder ihn. Besser gesagt. Dö-dö. So. Ist alle happy oder was? Denn jetzt geht's los. A minion is getting angry because it hasn't been paid. Ja, ihr werdet ja alle gepaid am Ende. Gnarling is unhappy because it is tired. Ja, ja. Alles gut, alles gut. Oh, die ganze Map, die ist schon grün, ne? So, jetzt werden die ja wohl hoffentlich nicht wie die Fliegen fallen. Your minions have engaged the enemy. You've discovered a manufacturing shrine. Oculus lost. So. Attacke. Attacke. Ich weiß nicht, ob ich die anderen Ziele hier auch noch machen muss. Withdraw your minions immediately. Skarg lost. Also, wie ich das verstanden habe, muss ich das hier auch noch machen. Soll ich mal lieber speichern? Speichern! Es gibt keine gespeicherten Spielstände. Okay. Lean. Speichern. Okay, weiter. Fast approaching. So, jetzt habe ich es für Notfall gespeichert, falls das dann nicht geschafft ist, weil ich doch das andere dann noch machen muss.
The ether beckons. Can you feel it tugging as I do? You have destroyed an enemy's dungeon core. You regret not heeding my advice. Underlord, this campaign will be the end of you. Pay no attention to his frightened blabbering. You have claimed a gateway. You've claimed an enemy dungeon core. This shrine produces defense parts over time, which your workers can use to build more defenses. It can store up to 8 parts at once. It Krass, means you wenn found man a weakness within Marcus's walls. Krass, wenn man das Herz erobert hat, dann wird alles automatisch deine Farbe, ne? Geil. Das ist echt geil. A gnarling is unhappy because it is tired. Underminer complete. A gnarling has left your dungeon. Underminer complete. Ich spreng jetzt hier alles in die Luft. Dungeon's expansion by building an outpost. The outpost will claim all tiles in a small radius around it and will prevent those tiles from being claimed by the enemy until it is destroyed. It's ideal for claiming new territory far from your dungeon, so you can extend your reach. Now that his core is a smoldering ruin, there are other matters that need your attention. The Underlord Raskos was locked in a scrap with a gaggling of greasy midgets, but has since gone silent. Get over there and find out what the hell is going on. Cool. A job well done, Underlord. Marcus's shattered spirit will not soon forget the price of his cowardice. Now that the inhibitors all lay broken, only one final snag prevents us burning the heart of their land. Sehr, 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 sehr cool. Ich habe so das Gefühl, ich brauche extrem lange für die Mission. Das liegt aber auch daran, dass ich irgendwie die ganze Karte erkunde und irgendwie mich komplett extrem aufbaue. Ich glaube, das muss gar nicht so extrem sein, aber im Moment fühle ich mich so wohler und ich hoffe, euch gefällt das so auch. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal.